Hallo Freunde des feinen Schmerzes, dies ist das zweite Video über den Deckelwachsschmelzer der Firma Karl Fritz. Ich habe im letzten Video versprochen, ich werde eine Kalkulation nachreichen, ob sich denn das lohnt, ob sich das rechnet, so ein Deckelwachsschmelzer, weil er ist ja nicht gerade günstig in der Anschaffung. Ist so. Zuerst mal vorneweg, ich habe jahrelang mit so einer Entdeckungswanne gearbeitet. Es geht. Wenn man ein paar wenige Waben hat, ist es in Ordnung. Hat man aber mehrere Völker, wo die Wabenanzahl dann doch steigt und die Ernten sind gut, dann ist das System hier relativ schnell, nicht nur am Ende, sondern weit überlastet. Dann ist es ein echter Arbeitsverhinderer oder Arbeitsausbremser. Das sollte natürlich nicht sein. Und deswegen kam es zu der Geschichte mit diesem Deckelwachsschmelzer. Hier habe ich den Aufsatz, um direkt auf dem Deckelwachsschmelzer entdeckeln. Das heißt also, dieses Gerät ist absolut überflüssig. Wird hier entdeckelt, das Deckelwachs fällt direkt schon in den Deckelwachsschmelzer rein. Honig, der abtropft, läuft hier auch direkt mit rein. Der Honig, der vorher hier abgetropft ist, der musste unten erstmal wieder gesammelt werden und dann wieder durch das Sieb gegeben werden. Das ist jetzt hier alles inklusive. Ich brauche dieses Gerät gar nicht mehr. Habe natürlich auch dann weniger zum Reinigen. Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier noch einige Zargen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Blüte, Wald und Linde, deswegen unterschiedliche Höhen. Die werden natürlich getrennt geschleudert, klar. Wird schon separiert, der Honig. Dann hier kommen die Waben raus, hier direkt auf den Deckelwachsschmelzer, auf die Entdeckelungsschiene hier. Dann werden sie abgesetzt auf dem Wabenbock, dass man relativ gleichmäßige Gewichte raussuchen kann, für in die Schleuder reinzugeben, damit die Unwucht nicht so groß ist. Die Schleuder gibt es in den Siebkorb, von da in den Eimer. Und anschließend kommen die leeren Waben, die ausgeschleuderten Waben hier in die Kiste. Gut ist. So haben wir einen richtig schönen runden Ablauf. So, meine lieben Freunde, während der Deckelwachsschmelzer leise vor sich hin zurrt, man hört ihn im Hintergrund, habe ich jetzt noch ein bisschen Arbeit. Ist zwar schon das größte Teil alles geputzt, aber ich muss noch die ganzen geschleuderten Honige jetzt noch ein bisschen überprüfen, Leitwertmessungen machen, mikroskopische Untersuchungen, Feuchtigkeit, Restgehaltmessung. Das sind alles noch Dinge, die jetzt noch gemacht werden müssen. Aber wir wollten eine Kalkulation machen, ob sich denn so ein Deckelwachsschmelzer überhaupt rentiert für eine kleinere Imkerei. Und dazu muss ich mit euch an meinen Flipchart. Kommen wir erstmal zu den Kosten laut Rechnung. Da kommt der Deckelwachsschmelzer, und zwar die Beträge sind alle inklusive Märchensteuer. Der Deckelwachsschmelzer mit 1000, ne, 555 Euro schlägt er zu Buche. So. Dann kommt der Aufsatz zum Entdecken, dass zwei Personen dann arbeiten können, mit 126 Euro. Dann haben wir, was ich für sehr sinnvoll erachte, die Isolierung, die Behälterisolierung. Mit 145 Euro. Das sind zusammen 1826 Euro. Und das ist eine ganz schön stolze Zahl. Die muss erwirtschaftet werden, dieser Betrag. Aber schauen wir uns noch mal die Gegenrechnung an. Ich habe bisher
mit dem Deckelwachsschmelzer jetzt von dieser Arbeit jetzt hier im Sommer. Dieses Jahr habe ich, Moment, 17 Kilo Wachs geerntet. Bisher 52. Honig, und zwar ohne das, was sich jetzt gerade noch im Deckelwachsschmelzer befindet und noch bearbeitet wird gerade. Da schätze ich mal, das sind noch mal 2 Kilogramm Wachs, so roundabout, glaube ich. Und es dürften auch noch mal, vermute ich, so 5 Kilo, vielleicht auch 6, 5 Kilo Honig ergeben. Also wären das etwa 19. Und da hätten wir 57 Kilogramm Honig. Man darf jetzt nicht vergessen, würde jemand sein Deckelwachs in den Dampfwachsschmelzer geben. Ach, hier übrigens eine ganz klare Warnung an alle. Es gibt Firmen, die bieten einen Deckelwachsschmelzer an, laut Werbeaussagen. Und wenn man genau hinschaut, ist es ein Dampfwachsschmelzer. Wenn ihr euer Deckelwachs in den Dampfwachsschmelzer reintut, also mit Dampf behandelt, dann ist der gewonnene Honig wertlos. Er ist weder verkaufs- noch verzehrfähig. Er ist zum Wegwerfen. Also nicht mit Dampf ans Deckelwachs rangehen. Wer keinen Deckelwachsschmelzer hat und sein Deckelwachs in seinen Dampfwachsschmelzer, ob das jetzt der Sonnenwachsschmelzer ist oder Dampfwachsschmelzer, spielt nun mal keine Rolle, in irgendeinen Schmelzer reintut, aber nicht in den Deckelwachsschmelzer, der kann natürlich das Wachs noch ernten. Dieses Wachs bleibt auch so erhalten, wenn es nicht jemand gerade komplett wegwirft. Aber das gehe ich mal davon aus, dass es nicht der Fall sein wird. Also dieses 19 Kilogramm Wachs ist in dem Sinn kein Gewinn, weil man kann das auch anders rauslösen. Aber den gewonnenen Honig, den kriegt man auf eine andere Art nicht raus, als nur über einen Deckelwachsschmelzer. Und bei 57 Kilogramm Honig kommt natürlich jetzt darauf an, was der Einzelne für eine Kalkulation hat. Sagen wir mal, ich nehme jetzt mal rein fiktiv an, ihr nehmt 7 Euro pro 500 Gramm Glas, das sind das 14 Euro bei 57, na komm, ich rechne 50 Kilo. Ihr esst auch ein bisschen was selber, verschenkt auch ein bisschen was, 50 Kilo, dann sind es wie viel? 50 mal 14. Sind 700 Euro. Verkaufswert für euren Honig, den ihr so wieder rausholt, extrahiert aus dem Deckelwachs. Das ist doch was, das ist doch ein Wort. Was hatten wir vorhin? 1800 Euro waren das, glaube ich, gell? Ja, so etwa. Wie schnell ist so ein Deckelwachsschmelzer amortisiert? Natürlich, wenn jemand jetzt 5, 7, 10 Völker hat, geht es ein bisschen langsamer. Aber, und jetzt kommt eben der Kasus Knacus, Leute. Ich sage immer, wir müssen uns vernetzen, wir müssen gemeinsam arbeiten. Nicht das eine Imkerlein schaut neidisch auf das andere Imkerlein und das schaut wieder neidisch zurück. So wird da nichts draus. Da wird kein Schuh draus. Wir müssen zusammenarbeiten und so wäre es auch möglich, eine Gemeinschaft zu bilden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, bevor ich diesen Deckelwachsschmelzer bekommen habe, habe ich auch mit einem anderen befreundeten Imker zusammengearbeitet. Der hat einen Deckelwachsschmelzer, mit dem habe ich meinen Deckelwachs ausgeschmolzen. Ist natürlich auch immer so eine Sache, musst du da warten, wann kannst du ihn haben und so weiter. Ist die Deckelwachsmenge genug, dass es sich auch lohnt, den Wachsschmelzer anzuwerfen, solche Dinge. Da kann man natürlich Hand in Hand arbeiten, wenn sich 3 oder 4 Imker zusammentun zu einer Gerätegemeinschaft, sage ich mal, und sich dieses Gerät zulegen, dann kommt auf den Einzelnen, kommen dann einfach nur wesentlich geringere Anschaffungskosten dazu. Das Gerät ist fast unzerstörbar, wenn man es nicht mit Gewalt kaputt macht. Also es ist davon auszugehen, dass es wirklich sehr, sehr lange lebt, dass es wirklich lange, lange seinen Dienst tun kann. Und da kommt es ja eben. Ein deutscher Hersteller, Leute.
Und das ist eben das Wichtige, ein deutscher Hersteller, und zwar eine Firma mit Tradition, nicht so ein Strohfeuer, was aufflackert, dann nachher wieder zusammenbricht. Eine Firma mit Tradition, die ihre Geräte vermarktet, selbst herstellt und auch für den Service gerade steht, und zwar ein guter Service. Kann ich einfach nur bestätigen. So, wenn jetzt also sich vier Leute zusammentun und jeder wirft sein Deckelwachs zusammen zu einem bestimmten Termin, jeder hat nicht so viel, aber alle werfen das Zeug zusammen und teilen das Ergebnis durch vier oder wie auch immer der Aufteilungsschlüssel ist, dann habt ihr innerhalb von kurzer Zeit habt ihr dieses Gerät amortisiert. Alleine vom gewonnenen Honig. Ich rede jetzt mal gar nicht davon, dass eine unwahrscheinliche Zeitersparnis dadurch auch realisiert werden kann. Durch das Entdeckeln direkt auf dem Deckelwachsschmelzer. Das ist der Wahnsinn. Und wenn ihr dann noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habt, so wie wir das hier haben, dann habt ihr natürlich auch nochmal einen Vorteil. Ich habe bis gestern Nacht gearbeitet hier in der Bienenwerkstatt, um alles zu entdeckeln, aber ich habe den Deckelwerkschmelzer nicht sofort gestartet, weil nachts scheint keine Sonne. Die scheint jetzt, deswegen ist der auf Zeitschaltuhr gesetzt gewesen und hat sich eingeschaltet ab 10 Uhr, passt. Und jetzt kostet er noch nicht mal Strom. Gut, so viel kostet es auch nicht. Diese Heizung, die schaltet sich ja immer nur wieder kurz ein, wieder aus, wieder ein, wieder aus, um die Temperatur zu halten. Also so übermäßig kostet es auch nicht, aber den Strom habe ich auch noch gespart dabei. Ich habe übrigens die Temperatur gemessen, die der Deckel hier annimmt im Betrieb. Das sind 80 Grad Celsius. Das ist nicht gerade angenehm zum Anfassen, aber man kann sich auch nicht sehr schnell dran verbrennen. Also von dem her, er ist schon richtig ordentlich warm, also 80 Grad. Möchte man nicht draufgepackt bleiben, aber es ist nicht so, dass man drankommt und macht es tsch. So, und nun soll das Video zu Ende sein. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr wisst ja, ihr dürft ein Like geben, wenn euch das Video besonders gut gefallen hat. Dann könnt ihr auch zweimal den Like-Button drücken und ihr könnt den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Vielleicht sehen wir uns auch beim nächsten Bienenvideo.